Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zur späten Stunde. Heute ist inshallah die 25. Nacht, oder? Es könnte Laylatul Qadr sein. Deswegen möge Allah uns die Kraft geben, uns noch in dieser Nacht anzustrengen. Vielleicht noch etwas Koran zu lesen. Teilt diesen Beitrag, liked diesen Beitrag, damit den viele mitbekommen. Das Thema ist Ratschlag an die Geschwister, die in der Religion nachgelassen haben. Man hört es immer wieder, dass Brüder oder Schwestern vor einigen Jahren stark am Praktizieren waren. Frauen haben den Hijab ausgezogen. Männer haben auf einmal wieder alle möglichen Sünden am Hals und so weiter und so fort. Und erstmal, woher kommt das? Wie kann man sich davor schützen? Und ich hoffe, dass die Brüder, die sich angesprochen fühlen, dass sie sich diese Worte zu Herzen nehmen. Weil diese Worte kommen vom Herzen und das ist in erster Linie auch ein Ratschlag an mich selber. Ja, weil ich bin auch nicht perfekt. Selbstverständlich nicht. Ich habe auch meine Höhen und Tiefen. Und das ist das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben will. Jeder hat seine Höhen und Tiefen. Aber wichtig ist es, wieder aufzustehen. Das ist wie in allem im Leben. Es ist nicht so schlimm, wenn du beim Halbjahreszeugnis ein schlechtes Zeugnis hast. Das Wichtige ist das Endjahreszeugnis. Wichtig ist, dass du wieder aufstehst und dass du wieder dafür sorgst, dass du dich verbesserst. So. Ich möchte erstmal eine Geschichte erzählen von einem Rechtschaffenen von Bene Israel, der hieß Barsisa. Dieser Barsisa, der war so rechtschaffen, da waren zwei Brüder, die haben ihre Schwester, die eine rechtschaffene Schwester war, als sie in den Dschihad gegangen sind, weil bei Bene Israel, das sieht man zum Beispiel im Numeri, im Alten Testament, in der Tora, sieht man, dass dort auch Dschihad gegeben hat, dass sie gekämpft haben. Auf jeden Fall haben die dann ihre Schwester dort abgegeben, weil sie diesem Barsisa vertraut haben, dass er sich um ihre Schwester kümmert. Ja? Und der Barsisa, der hat erstmal diese Schwester von den zwei Brüdern in ein getrenntes Gebäude gegeben. Und dann ist er immer zu ihr hin und hat ihr Essen vor die Tür getan und geklopft oder sich so gemacht, dass sie es gemerkt hat, das Essen da ist, und hat sie das Essen und ist gegangen. Und dann kam der Scheitan zu ihm und hat gesagt, guck mal, ist doch irgendwie ein bisschen unfreundlich, du könntest ja wenigstens stehen bleiben, sie begrüßen. Alles klar. Okay, ist ja nicht so schlimm. Okay, bleiben wir mal da stehen, reden wir mal ein bisschen. Dann, ja, du könntest dich doch mit reinsetzen. Ein bisschen reinsetzen, ist doch alles nicht so schlimm. Setz dich doch ein bisschen mit rein. Sie fühlt sich bestimmt ganz alleine und du willst doch nur Gutes tun. So. Und was ist am Ende passiert? Am Ende hat er mit ihr geschlafen, Sina gemacht und sie ist schwanger geworden. Und als sie dann schwanger geworden ist und das Kind bekommen hat, am Ende hat er die Kontrolle völlig verloren, hat sie und das Kind, weil er Angst hat um seinen Ruf. Er ist doch dieser Heilige, er ist doch, was heißt Heiliger? Er ist doch dieser Mann mit dem guten Ruf, dieser Salih, dieser Rajul Salih. Ja, hat er diese Frau und das Kind umgebracht. Es hat alles angefangen mit dem, ja komm, setz dich mal mit rein. Ein Schritt mehr, ein Schritt mehr, ein Schritt mehr. Und was ist dann passiert? Die Brüder kamen wieder und haben nach der Schwester gefragt. Dann hat er zu denen gesagt, ja, die ist gestorben. Oder sie ist weggelaufen. Auf jeden Fall ist der Scheitan in den Brüdern im Traum erschienen, hat gesagt, nein, der hat die getötet und die hat ein Kind von ihm bekommen und der hat die beide getötet und die liegen da und da. Da ist deren Grab. Was ist am Ende passiert? Am Ende, sie haben aufgegraben, haben gesehen, da liegt sie und die und das Kind. Und da haben sie ihn zur Rede gestellt und haben ihn verprügelt und
auf ihn eingeschlagen, bis er kurz davor war zu sterben. Da kam der Scheitan, hat gesagt, mach Sujud von mir und ich werde dich vor den beiden retten. Und in dem Moment, wo er Sujud gemacht hat, ist er gestorben. In dem Moment, wo er Sujud gemacht hat, ist er gestorben. Was heißt das? Die letzte Tat war Schirk, Hölle. Die letzte Tat war Schirk, Hölle. Guck mal, die Verbindung wird nicht besser, wenn ihr die ganze Zeit schreibt, wird unterbrochen, davon wird die Verbindung nicht besser. Sondern da wird die Verbindung vielleicht sogar, ich weiß es nicht, bis der technisch zusammenhängt, ich habe halt keine gute Verbindung. Ja? Aber wenn ihr die ganze Zeit schreibt, es hängt, brechen wir den Dings ab, weil dann wird es immer schlechter. Ja, und es stört auch einfach nur. So, ich kann auch nichts dran ändern. So. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied war, dass man hier die Herangehensweise des Scheitans sieht. Er kommt nicht sofort zu einem, sagt Begeh Schirk, sondern er kommt stufenweise. Zuerst kommt er mit einer Sache, die Hellel ist, dann kommt er mit einer Sache, die mehrdeutig ist, oder mit einer Sache, die eine Meinungsverschiedenheit ist, dann kommt er am Ende mit einer Sache, wo die überwiegende Mehrheit der Gelehrten der Meinung sind, dass Haram ist, dann kommt er mit einer Sache, die eine kleine Sünde ist, dann mit einer großen Sünde, dann mit einer ganz großen Sünde, am Ende kommt er mit dem Schirk. So, das ist der Weg des Scheitans. Deswegen sagt Allah im Koran, La tattabi'u khutuwati shaitan. Folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er sagt nicht nur, folgt nicht dem Satan. Er sagt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Denn man fängt an und am Ende ist man völlig in der Irre. Erstmal kommt er, wie gesagt, mit einer Meinungsverschiedenheit, dann mit einer kleinen Sünde, dann mit einer großen Sünde und dann mit irgendeiner faulen Ausrede und dann mit einer Meinungsverschiedenheit, wo dann, was noch nicht mal eine Meinungsverschiedenheit ist, wo dann irgend so ein zeitgenössischer Möchtegern-Gelehrter was gesagt hat und am Ende ist man verloren. So ist das zum Beispiel. Die Frau fängt an, ich gebe jetzt die Frau als Beispiel, man könnte genauso viele Beispiele Männer geben. Die Frau fängt an mit dem Niqab oder mit dem Hijab. Ich bin nicht der Meinung, dass Niqab Pflicht ist. Ja? Und dann fängt sie erstmal an, okay, ja, ich will ja was Gutes tun für den Islam. Nicht, dass sie denken, wir sind so radikal. Dann mache ich das ein bisschen bunter. Ja, okay, eigentlich in den Büchern steht, dass das nicht so sein soll, aber okay, jetzt, dass die Klamotten so bunt sein sollen und so, ja, ist ja nicht richtig eng, jetzt der Hijab ist ja nicht so eng, also, ist der eng? Ja, nee, so eng ist der nicht, schon, dann fängt das an. So, dann macht man noch ein Bild mit auf Facebook, vorher war kein Bild da, dann auf einmal, ein paar Jahre später, und das ist auch keine Verurteilung sein, sondern ein Beispiel sein, denn wir wünschen für jeden das Beste, ich habe meine eigenen Sünden. Jeder hat seine eigenen Sünden. Wie ich schon gesagt habe, seine Mahnung für mich und für euch. Und am Ende ist der Hijab weg. Und wenn der Hijab weg ist, dann kommt der Scheitan weiter. Ja, guck mal, ist das denn überhaupt Pflicht? Ja, guck mal, es gibt ja auch den und den und was die und dieser. Weil man möchte ja kein schlechtes Gewissen haben. Also was macht man? Die Nefs kommt dann und sagt, das ist gar nicht Haram. Obwohl alle vier Rechtsschulen sagen, und alle großen Gelehrten der Salaf sagen, Hijab ist Pflicht. Ja. Dann sagen sie, ja, aber ja, in der heutigen Zeit und naja, okay, aber wenn ich keinen Hijab trage, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe einen guten Job, ich fühle mich auch nicht so gut. Es kommt ja auch nicht nur auf Hijab an, es kommt ja auch auf andere Sachen an. Ja, stimmt, kommt auf andere Sachen. Aber das ist der Westwas vom Shaitan. Das, liebe Schwester, und so gibt es tausende Beispiele. Hijab ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Das ist die Einflussung vom Scheitan. Ja, ist nicht so schlimm. Was passiert weiter? Man lebt dann so und dann kriegt man schön Lob von den Nicht-Muslimen. Ach, du hast den Hijab ausgetragen. Ach, so siehst du aber viel besser aus. Obwohl vorher sahst du auch nicht schlecht, aber so. Ja, ah, und auf einmal kriegt die ganzen Lob und dann kommen noch die Brüder und Schwestern. Was ist denn mit dir los? Ja, guck mal da. Und da kommen noch manche, die sich sogar darüber freuen.
Man muss traurig sein, wenn man sieht, dass eine Person, ein Muslim, die Religion, ich will nicht sagen, nicht mehr richtig praktiziert, weil Hijab ist ja nicht alles an der Religion, sondern dass ein Muslim die Religion weniger praktiziert. Ja. Dann, Bruder, muss man traurig sein, weil man liebt Allah und man liebt es, dass die Religion Allahs, man liebt es, dass die Religion Allahs praktiziert wird. Das sollte man lieben. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's weiter. Der Scheitan hört nicht auf. Es geht dann so weit, dass der Scheitan sogar anfängt, einem Zweifel in die Religion zu bringen. Ja, ist das heute alles wirklich so? Ist das wirklich alles richtig? Muss das so sein? Ja. Und wie kommt man dahin? Wie ich eben gesagt habe, nicht den Fußstapfen des Satans folgen. Aber was hilft einem, den Fußstapfen des Satans nicht zu folgen? Schura, liebe Geschwister, immer mit anderen Geschwistern auch beraten. Es gibt so viele Geschwister, die Fehler machen. Ja? Jeden Tag etwas lesen von der Religion. Das Dritte ist, ihr müsst eine Gemeinschaft haben. Heutzutage haben wir es sogar in Deutschland mit einem ganz, ganz gefährlichen Satz zu tun. Der heißt, man soll andere nicht zurechtweisen. Man soll sich nicht bei anderen ein... Das ist falsch. Der Prophet a.s.w. hat gesagt, Men ra'a minkum munkaran fel yughayyiru biyadi. Wer von euch etwas Falsches sieht, der soll es mit seiner Hand verändern. Fa'in lam yastati' fabilisani. Und wenn er das nicht kann, dann mit der Zunge. Wa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika at'afu al-iman. Und wenn er das nicht kann, dann mit dem Herzen, das ist die schwächste Form des Glaubens. Und das ist die schwächste Form des Glaubens, liebe Geschwister. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Es soll von euch eine Umma entstehen, die zum Guten ruft und das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, und jene sind die Erfolgreichen. Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 120, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas, ta'muruna bil maruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Ihr gebietet das Gute, verbietet das Verwerfliche, und ihr glaubt an Allah. Ihr gebietet das Gute, verbietet das Verwerfliche, und ihr glaubt an Allah. Das heißt, du brauchst jemanden, wir brauchen Leute, die uns das Gute gebieten, die das Schlechte verbieten. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen Wissen. Wir brauchen Schura, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir uns beraten mit anderen. Wir brauchen Wissen, dass wir jeden Tag etwas lesen. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und ich habe vor ein paar Jahren gesagt, man versucht in den Moscheen diese Gemeinschaft nicht zuzulassen. Es ist einfach so, und ich werde das immer wieder kritisieren. Ja? Vor Jahren haben die Moscheen sich beschwert, dass keine Jugendlichen in die Moschee kamen, und viele Moscheen haben die Jugendlichen aus der Moschee geworfen, als sie gekommen sind. Aber wir sind nicht abhängig von Moscheen. Der Prophet a.s.w. hatte in der Anfangszeit in Mekka keine Moschee zur Verfügung gehabt. Wenn ihr keine Moschee zur Verfügung habt, liebe Geschwister, die ihr schwach geworden seid, nehmt heute eure Telefone, heute, in diesem Ramadan, ruft alle Geschwister von früher an und trefft euch in Wohnungen. Ich habe es tausendmal gesagt, nicht tausendmal, aber sehr oft. Trefft euch in Wohnungen zusammen mit anderen Geschwistern. Der Prophet a.s.w. sagte, dass das Schaf, was von der Herde weggeht, vom Wolf gefressen wird. Denn wenn man untereinander ist, dann kontrolliert man sich auch.
Der Prophet a.s. sagte nicht umsonst, dass das Schaf, was von der Herde weggeht, vom Wolf gefressen wird. Das heißt, wenn du auf einmal in einem Job bist, du hast es nur noch mit Leuten zu tun, die mit der Religion nichts zu tun haben. Und du entfernst dich von den Leuten, die mit der Religion zu tun haben. Und dann hast du noch ein Eheproblem und was weiß ich, bist enttäuscht von Geschwistern. Dann kommt der Scheitan. Dann stehst du auf einmal im Bikini am Strand. Oder der Bruder steht auf einmal mit der Freundin irgendwo im Café. Das ist das Problem. Macht eure Gemeinschaften, ruft eure Schwester, ruft eure Geschwister an. Die Schwestern sollen die Schwestern anrufen. Die Brüder. Und wenn ihr nur zwei seid und wenn ihr nur drei seid, und dann trefft ihr euch mindestens einmal pro Woche in der Wohnung, wenn ihr in den Moscheen keine Möglichkeit habt. Aber wir müssen selbstständig sein. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wir dürfen uns die Religion nicht aus der Hand nehmen lassen. Und wir müssen uns nicht einreden lassen von irgendwelchen Islamwissenschaftlern oder Hamid Abdussamad oder Mohammed Rashide und solchen Scharlatanen. Das ist ja, dass man als Salafist abgestempelt wird, weil man sagt, ey Bruder, ey Schwester, das ist falsch, was du machst. Allah hat das verboten. Das ist nicht gut. So weit hat man es heute gebracht, dass eine fundamentale Pflicht des Islams, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, wie eine Schande geworden ist. Hört euch diesen Vers nochmal an, liebe Geschwister. Sure 3, Vers 120. Sure 3, Vers 120. Sure 3, Vers 120. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Warum? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Wa tu'minuna billah. Der Prophet a.s. sagt, der erste Fehler, den Benu Israel gemacht hat, war. Den Hadith lasse ich heute aus. Liebe Geschwister, wir sind Geschwister. Wenn wir unsere Geschwister lieben, müssen wir auch schauen, wie wir sie auf den richtigen Weg bekommen. Wenn wir unsere Geschwister lieben, muss es uns wehtun, wenn Leute in die Irre gehen. Muss es uns wehtun, wenn man sieht, wie Leute auf dem Weg sind, schwächer zu werden. Man muss Eifersucht haben für diese Religion, liebe Geschwister. Man muss Eifersucht dafür haben. Man muss Liebe dafür haben, dass Allah angebetet wird. Und deswegen nochmal, SOS, nehmt euch eure Telefone, sucht die Nummern raus der Schwestern, sucht die Nummer aus der Brüder, das der Brüder, die Brüder, die Brüder, die Schwestern, die Schwestern, und macht gemeinsam WhatsApp-Gruppen, Dawa-Gruppen, trefft euch einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen bei jemandem zu Hause, macht was zu essen, schaut euch Vorträge an, wenn ihr niemanden habt, der euch einen Vortrag machen kann. Liebe Geschwister, wir dürfen uns die Religion nicht von Scharlatanen aus der Tasche nehmen lassen. Hört euch diese Sura an. Wal Asr, beim Nachmittag, Allah schwört beim Nachmittag, innal insana lafi khusr, zweimal Takid, wahrlich der Mensch ist lafi, wahrlich im Verlust, illa alladhina amanu, außer die, die glauben, Nummer 1, außer die, die glauben, wa amilu salihati, und das Gute begehen und Gutes tun, das Zweite, und sich gegenseitig die Wahrheit ans Herz binden. Was ist die Wahrheit ans Herz binden? Was verstehen wir darunter? Die Wahrheit ans Herz binden. Dazu sagen die Gelehrten, dass man zum Iman ruft und zu den guten Taten ruft. Das Gute gebietet, das Schlechte verbietet. Das versteht man darunter. Und heute sagen Leute, bloß nicht das Gute gebieten,
bloß nicht das Schlechte verbieten, dann bist du ein Salafist. Und die sich gegenseitig die Geduld ans Herz binden. Denn es kommen harte Zeiten, da sagen die Gelehrten zu, die Geduld auf dem Schaden, den man auf diesem Weg bekommt. Die Geduld auf dem Schaden, den man auf diesem Weg bekommt, liebe Geschwister. Und deswegen, was machen wir gerade hier? Habt Geduld, seid standhaft. Und wie gesagt, wenn ich predige, predige ich in erster Linie an mich selber. Ich motiviere mich selber mit diesen Worten. Denn ich brauche es genau wie ihr. Ich brauche es genau wie ihr. Das ist meine Botschaft von heute. Verbreitet diese Botschaft überall. Und wer Zakat al-Fitr bezahlen will, Zakat al-Fitr wird als Essen rausgegeben, nicht als Geld. Wenn ihr in Deutschland niemanden findet, der bedürftig ist, dem ihr Zakat al-Fitr geben könnt, ja, dann könnt ihr das über, dann könnt ihr IHET beauftragen. Ja? IHET könnt ihr dann beauftragen, die geben dann in Ländern, wo es viele arme Leute gibt, der Zakat al-Fitr weiter. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Geschwister. Möge Allah euch segnen. Gibt es sonst noch irgendetwas, womit ich euch helfen kann? Noch 2 Minuten, inshallah. Denkt dran, diese Nacht noch zu beten, falls ihr das Nachtgebet noch nicht gebetet habt. Im letzten Drittel der Nacht zu beten ist besser, als im ersten Drittel der Nacht zu beten oder direkt nach Isha zu beten. Na. جزاكم الله خيرا سبحان كثير من الإخوة من البلدان العربية أليس كذلك نعم عليكم السلام طيب جزاكم الله خيرا وإياك يا زمان طيب also dann wünsche ich euch was ja Gül möge Allah mich besser machen als du denkst mir verzeihen was du nicht kennst ich wünsche euch alles Gute macht viel Dua für mich und wir sind weiter da. Okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.